Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 34. Wir sind hier in Sturmwind, ich habe ein bisschen Leder geskillt. Sind jetzt mit Lederverarbeitung 127. Ich wollte eigentlich schon in Start, Quatsch, nach. Nach Schlinglontal fliegen. Allerdings habe ich jetzt gesehen, das Mondfest hat angefangen. Ich weiß jetzt nicht, ob es heute angefangen hat. Könnte aber gut sein, weil heute Mittwoch ist bei mir. Ich habe die Quest gerade schon angenommen. Können ja mal abgeben gehen. Zu BC gab es auch hier die ganzen Feste, aber die waren da noch nicht so populär, seitdem es oder wie seitdem es die Erfolge gibt. Weil dann wurden die ja etwas populärer. Dadurch, dass man dann halt alles gesehen hat und gesehen hat, was man alles machen kann. Und die haben wahrscheinlich dann noch ein bisschen dran gebastelt. So. Und hier das gute Gebiet, das gibt es ja gar nicht mehr, seitdem Todesschwinger das weggeputzt hat. Aber wir können das noch. Upsala. Wir können das noch in aller Pracht genießen hier. So. Was führt euch hierher? Seid vorsichtig. Das erfüllt nicht die Anforderungen. Stimmt zu klein oder so. Er scharf machen auf eine Quest und zeigen und dann. Nö, nö, doch nicht. Nö, nö, das schafft er nicht. Nee, lass es sein. Ja, die Münzen, richtig. Ich bin geehrt. Wie darf ich helfen? Wenn der Auge diene. Nee, nee, da kommen wir ja gerade erst her, quasi. Das muss nicht sein. Und bei den Erfolgen muss man dann, wenn ich mich richtig erinnere, fünf oder sechs von jedem Ding hier knallen. Von den Knallern hier. Ich Oder von dem höre euch. Feuerwerk. Und können wir ein paar Wie kaufen. darf ich helfen? Lustige Gimmicks. Wahrscheinlich ein Thema Staffelbau oder 4. Viel Glück. Bin ich wahrscheinlich dafür noch zu klein, aber diesen Eventpost, den es gibt, den gab es auch schon damals. So. Na gut, das war ein altes Geschichtsbuch. Was denn? Gehen wir das mal ab, gerne eben. Ach, das war glaube ich die Quest, die wir im Dämmerwald gefunden hatten. Hier ein altes Geschichtsbuch. Ich meine, das war die. Auch eine, gucken wir mal da. Schon mal auf dem Weg, ne? Alles mitnehmen, was geht. Ach, wir sind ja sowieso auf dem Weg zur Burg Sturmwind, von daher ist das kein Problem. Und damals in WC war das ja noch etwas anders mit der Burg Sturmwind, weil da war ja noch nicht der Vrun oder Wurm? Ne, Vrun, glaube ich, hieß er. Oder heißt er? Da nämlich nur kleine Prinz da. Ich hoffe, wir gehen richtig, weil das TomTom zeigt ja mal. Ja. Nur den direkten Weg durch Mauern, Häuser. Stocksteine, alles. Ah, da sah das nämlich alles was anderes aus. Hier ist nämlich noch die alte Burg. Dem langen Pfad nach oben hier. Ja, hier hat man viel erlebt. Ich weiß nicht, war das gepflastert mit
Methoden wegen, wenn die Horde die Allianz geradet hat. Seid gegrüßt, Burn. Da ist er. Der Anduin. Frun. Und hier, das da. Das ist eigentlich Onyxia. Je nachdem, wie wir es schaffen oder wie ich es schaffe, kann ich ja mal gucken. Diese Questreihe zu Onyxia, ob es die hier noch gibt, das weiß ich gar nicht. Theoretisch müsste das sein, also müsste funktionieren. Joggen in der Stadt Stummel, okay. Joggen, machen wir. Aber erstmal gehen wir in die andere Quest noch ab. Ich glaube, die Quest, eine Geschichte, ist der Anfang. Oder war das die mit dem Diplomaten? Oh, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Man muss nämlich irgendwann, ich weiß nicht, ob es eine Gruppenquest war, hat man hier für den hier eine Quest. Und mit dem komischen Roboter, der hier irgendwo einen Spion aufdeckt. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen, ob das das ist. Ich weiß nämlich, das habe ich damals mit ein paar Freunden zusammen gemacht, weil alleine hatte ich das nie hinbekommen. Wir waren alle so um den Levelbereich 30, 35, meine ich. In Südostade. Vermisste Diplomat. Süderstade, oh je, wo war denn Süderstade? Oben irgendwo. Vorgebirge des Schulens. Ach so, okay. Dornholde ist hier. Ja, richtig. Und hier ist ja auch irgendwo. Hier, glaube ich. Das Startgebiet von den Worken war doch hier auch irgendwo. Ich weiß es nicht mehr so genau. Weil die die Untoten, die haben ja Süderstadt zerstört oder so war das. Irgendwie so, meine ich. Gucken wir, was hier noch für eine nette Quest ist. So, leise. Was kann ich für euch tun? Der Sturmwind bringt die schönen Tag auf. Im Fernhalt. Mal gucken, was das ist. Oh ja, hier. Verstückte Schlüssel. Achso, das schlingt dann. Ne, das war in den Sturmwind hier. Schaffen. Süderstade. Okay, das ist rot. Der vermisste Diplomat. Okay, den Jorgen, den das dürfte ja kein Problem sein, den zu finden. Da flitzt der bestimmt da hier vorne. Okay. Da flitzt der irgendwo rum. So, was wir auch machen können. Ach, hier ist auch das vergitterte Instanztor. Das gibt's ja auch nicht mehr. Ja. Da gab's damals auch einen Weg dahinter. Ah, naja, hier auf dem Server machen ist das wahrscheinlich ziemlich egal. Ich weiß damals, konnte man dafür auch meinen 3-Stunden-Bann oder so bekommen. Dann gab es dann nämlich irgendeinen Trick, wie man unter Sturmwind kam. Oder der ist vor. Das kann auch so mal gucken. Ja, der steht bestimmt vorne bei dem Bötchen oder so. Was kann ich für euch tun?
ob unser Mr. Krabs, aka Dean. Nein, der macht sich nicht die Füße nass. Der krabbelt lieber überall lang. Da ist der Jorgen. Ah, bei dem Bötchen. Braucht ihr etwas? So. Ja. Jetzt wieder nachstummen. Doch, ey, ist das toll. Wenn das nicht sogar der Anfang ist für Onyxia. Das nicht der Anfang ist. So, da vorne kann man das schon abgeben. Hier drin ist. Ja, da oben. Ich erinnere mich irgendwie dunkel hier dran. Okay. In den Dämmerwald. Fliegen wir in den Dämmerwald. Jetzt haben wir ja den Flugpunkt. Je nachdem müssen wir vielleicht öfters in den Dämmerwald. Wenn wir zum Beispiel nach Gara gehen. Weil das der direkte Anschlusspunkt ist quasi. Zumindest für die Allianz. Für die Horde weiß ich gar nicht. Mit der Horde bin ich nie 70 gewesen. Und bin wirklich raiden gegangen. Dämmerwald. Aber wir sind auch nur 1 Minute 48 unterwegs. Bei den längeren Flügen werde ich dann einfach Pause machen, beziehungsweise das Video kurz anhalten und dann zusammenschneiden, weil ich glaube, das ist einfacher als durch die Gegend zu eiern und euch irgendwas zu erzählen über die Bäume. Und dann können wir nochmal in unser tolles Questlog gucken. Ich glaube, das Verlies, weiß ich nicht, ob wir da noch hinkommen. Ich lasse mal drin, wenn sie grau wird, schmeiße es raus. Schlingt und Teil, ja, da haben wir schöne viele Sachen. Bisschen Schlüssel. Ich finde lustig, dass die Kapitel vom alle rot sind. Aber das war das schon immer. Ich glaube, es ist immer noch. Mittlerweile braucht man nicht mehr so viele dafür sammeln. Ich glaube nur ein Teil oder so für jede Quest. Der vermisste Diplomat. Süderstade. Süderstade auch noch rot, obwohl es ein 20er bis 30er Gebiet ist. Das ist lustig. Bestimmt, weil wir durch die halbe Welt reisen müssten. Mal gucken. Wir könnten theoretisch nach hier fliegen. Genau, Hafen von Minitil. Minitil ist ja nur bis 30. Das war ja gar kein Problem für uns. Ja gut, hier fängt es an. Errati Hochland. Das wäre 30 bis 40. Das wäre... Ja, obwohl, das müsste eigentlich auch gehen. Das ist ja wie Schlingendorntal. Mal gucken, was wir tun. Da sind wir wieder im Dämmerwald. Gerade weg, schon wieder da. Okay, das ist jetzt... Ich glaube, das ist die Wache, die hier rumläuft. Hier läuft irgendwo eine Wache rum. Auf dem Weg hier. Ja. Nachtwache, genau. Was kann ich für euch tun? So, geh zurück. Ziehe den Ehrenfreund. Ja, gucken. Liste der Defias.
Oder das ist die Quest für Todesminen für Van Cleef. Kann auch sein. Weil da gibt es ja auch mehrere Quests. Es kann gut sein, dass das für Van Cleef ist. Weil jetzt schon mit jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Eben davon gesprochen. Hier, Onyxia. Onyxia war es. Jetzt mit Onyxia anfangen wäre was früh, 30 Level, bevor man rein kann. Das wäre was arg früh. So, gucken wir doch mal, machen wir doch den vermissten Diplomat mal weiter. Hier ist Karazhan. Dann kann man nämlich von hier, von dem Flugpunkt, dem kleinen, runterlaufen. Das ging nämlich schnell, beziehungsweise runterreiten. Mittlerweile kann man einfach fix hinfliegen. Alle One-Hitten und wieder rausfliegen. Und damals haben wir wirklich eine Stunde auf zwei bestimmt gebraucht, wenn nicht sogar länger. Oder teilweise aufgeteilt auf 2 Tage. Sind wir auch bald. Wir geben uns ja Mühe. So. Noch 9 Level. Ja, theoretisch könnten wir schon reiten lernen, aber so viel Klimpergeld haben wir nicht. Und hier läuft auch irgendwo dieser doofe Elite rum. Ich weiß gar nicht gerade, wie er heißt. Irgendwas mit klein. Der hat mich auch schon ein paar Mal umgehauen. Jetzt zwar nicht hier, aber damals auf den Live-Servern. Puh, was habe ich damals geflucht? Ich weiß, damals war ich auch, meinen wir um die 20. Da hat ein Bruder von mir angefangen zu spielen, hier auf dem Server. Und dann fand er das ganz lustig. Hat er gedacht, ach ja, machst den Level 1 Charakter und latscht mal in den Dämmerwald. Ich meine, die Idee ist ja ganz lustig, aber für ihn war das ja nicht so lustig. Weil alles, was Beine hatte, hat ihn angegriffen. Das war lustig. So. Müssten wir ja eigentlich jetzt da sein. Ach, der hat direkt was mitgebracht. Er ist ein Popol. Aber direkt Leder hier. So muss das sein. Schub. Das war nicht der Plan. Aber das Einschüchtern gefällt mir. Ah, in der Kiste, okay. Sieht richtig gefährlich aus mit dem Mega-Zahnstocher auf dem Rücken, ne?
So. Ach so, ist ein Grafik-Anzeigefehler. Blümchen, aber näher ist das Blümchen weg. So. Gehen wir mal den Diplomaten abgeben und gucken, was uns dann erwartet. Was ich auch lustig fand, mussten wir die Quest, oder musste ich die Quest mit dem Hexenmeister machen für irgendein Tier. Ich glaube für den Höllenhund, ne, wie hieß der? Teufelshund? Dieses komische Hundefieder mit den Tentakel auf dem Rücken. Den es jetzt, wenn man die Collector's Edition kauft, bekommt. Oder als Reittier bekommt oder so. Aber wieso hatte ich dann rumgequestet? Oder für das Höllenfieder? Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall mussten wir... ich weiß, wir mussten recht weit wegeiern dafür, beziehungsweise ich. Ins Brachland war es nicht. Nein. Düstermarschen war es, ja. Gibt es nämlich hier irgendwo ein kleines... Das hier, glaube ich, ist das. Das ist quasi im Moor ein Hexenhäuschen, sage ich mal. Da mussten wir hin, oder musste ich hin. Und dann hatte ich dann eine Quest bekommen. Die ist halt fehlgeschlagen, wollte die wieder annehmen und dann war ich nicht mehr groß genug dafür. Das fand ich auch lustig. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist um. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle in der nächsten Folge weiter. Und gucken, was uns erwartet beim Diplomaten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und denkt ans Abo und den Daumen hoch. Danke, tschüss.